Glück auf, Schalz aus dem Schacht, und willkommen zu einem weiteren Video von Black Imus. Ja, ich habe da letzt einige Nachrichten bekommen, und zwar von YouTubern, die mir gesagt haben, dass sie nicht sehen, wenn ich ein Video hochlade oder so. Kann ich leider nichts dafür. Das liegt an YouTube selber, das spackt ab und zu mal rum. Deshalb habe ich die Bitte an euch, geht da einfach mal auf meiner Fanpage bei Facebook oder auf meinen Facebook-Account. Könnt mich da gern adden. Und dann seht ihr auf jeden Fall auch, wenn ich mal was anderes schreibe. Ich habe zwar auch einen Twitter-Account, bin da aber noch nicht so aktiv, weil, wie gesagt, ich kenne mich da leider noch nicht so gut aus und bin jetzt gerade dabei, das jetzt mal mit Facebook alles ordentlich zu machen. Deshalb könnt ihr mich, wie gesagt, auch gern bei Twitter adden, aber besser ist natürlich Facebook. Und ja, dann seht ihr auf jeden Fall auch, wenn ich ein Video hochlade, und das sollte das Problem eigentlich schon aus der Welt geschafft sein. Ja, kurz was zum Gameplay wie immer, und zwar ist es hier ein 34-7 auf Hydro. Wie gesagt, mit meiner Lieblingswaffe gespielter Ballista. DSR komme ich leider nicht mehr so richtig klar damit, weil das für meinen Spielstil ein bisschen scheiße ist, wenn die so langsam repetiert, weil ich halt sehr offensiv und aggressiv auch teilweise spiele. Und das bringt dann überhaupt nichts, wenn die so lange repetiert und ich einfach nicht abdrücken kann. Das nervt mich ein bisschen, deshalb kommen halt, wie gesagt, öfters Gameplays von der Ballista, weil ich finde, das ist die einzige Sniper, die man noch wirklich spielen kann. Auf die automatischen stehe ich halt überhaupt nicht, also das ist nicht mein Fall, dass ich da jemand irgendwie totspray. Darum soll es nicht gehen. Ich habe hier auch das Geschütz wieder dabei gehabt. Warum ich das dabei habe, werde ich im nächsten Video auf jeden Fall mal erklären. Das ist eine ganz lustige Sache. Vielleicht kurz was, warum ich dieses Wochenende nicht online gewesen bin. Und zwar, ich bin in meine Heimat gefahren auf einen Kurzurlaub. Hab da meinen Geburtstag gefeiert. Ich bin am Samstag am 31.08.24 geworden. Und für alle, die jetzt gedacht haben, ich bin noch so jung oder ein kleines Kind oder weiß was ich nicht, muss ich euch leider enttäuschen, ich bin schon ein bisschen älter. Man kann schon fast sagen, ich gehe auf die 30 zu, ich alter Knacker. Aber naja, ist halt so, ich meine, die Zeit bleibt nicht stehen. Ja, auf jeden Fall hat mir richtig viel Spaß, also wir hatten eine richtig geile Party. Ich war dann auch noch auf einer anderen Party, wir waren auf dem Stadtfest, habe ich auch einige Leute getroffen, mit denen ich ein bisschen was getrunken habe. Habe einige Geschenke bekommen, die dürfen natürlich nicht fehlen, wenn man Geburtstag hat, na, das wäre natürlich scheiße. Auf jeden Fall habe ich da auch einiges bekommen und es war halt richtig schön, mal wieder ein relaxtes Wochenende, ein bisschen ausgespannt, obwohl ich sagen muss, dass ich richtig fertig heute bin. Also, keine Ahnung, ich komme mir vor, als hätte ich eine Woche Partymarathon auf Mallorca oder Ibiza hinter mir. Also richtig krass, vor allen Dingen, ich bin gestern dann noch 600 Kilometer wieder heimgefahren und das hat mir eigentlich wirklich den Rest gegeben. Ich bin echt richtig fertig, aber ich dachte mir, okay, hast du heute noch die Zeit, dann machst du noch fix ein Video. Was heißt fix? Ich wollte sowieso eins machen, weil ich ja jetzt 6 Tage lang keins gemacht habe. Ich hoffe, es ist nicht allzu schlimm. Wie gesagt, man hat auch manchmal so private Dinge zu erledigen. Und ja, ich wollte halt einfach mal ein schönes Wochenende jetzt verbringen und hab mir halt gedacht, da machst du mal keins. Die werden es schon schaffen, mal 6 Tage oder 4 Tage ohne mich auszukommen. Ja, was habe ich sonst noch gemacht an dem Wochenende? Die coolste Geschichte war eigentlich, manche wissen es ja, ich fahre leidenschaftlich gern Motorrad. Eigentlich seit ich 14 bin, bin ich mit 2 Rädern unterwegs und ja, ich liebe es halt einfach und dachte mir, okay, biegst mal wieder auf die Autobahn ab, weil ich das gern mal mache, einfach auf die Autobahn und mal so ein bisschen, ja, ich sage einfach mal über die Autobahn fliegen. Und auf jeden Fall bin ich da an der Baustelle reingekommen. Da waren einige Autos vor mir, ich bin halt links gefahren und dann kam hinter mir ein größerer Audi. Sah aus wie ein Audi S6, bin mir aber nicht ganz sicher. Auf jeden Fall, da da ziemlich dicht auffahren, dann dachte ich mir schon, ja, was willst du von mir? Dann war die Baustelle auf jeden Fall zu Ende, ich habe ungefähr auf 150 beschleunigt. Und dann war halt ein Auto vor mir, ich konnte nicht schneller fahren und der Audi war halt dann immer noch direkt hinter mir und hat mir natürlich dann Lichthupe gegeben und das nicht nur einmal, sondern zweimal. Und da dachte ich mir schon, Junge, was hast du für einen Schaden, schön für dein Auto, aber du weißt schon, was vor dir fährt. Na, auf jeden Fall war dann der Autofahrer vor mir weg, bin dann auch rechts rüber gefahren, weil er auch frei war. Der Audi hat natürlich dann angesetzt zum Überholen und hab natürlich dann auch beschleunigt, bin so neben ihn hergefahren, hab ab und zu mal mit dem Arm so gekreist, wie als Zeichen, dass er jetzt ein bisschen schneller fahren soll oder endlich mal Gas geben soll. Naja, und dann irgendwann, ich glaube so bei 250 oder so, habe ich gemerkt, dass bei ihm nicht mehr viel Luft nach oben ist. Hab mich dann kurz zurückfallen lassen, bin direkt hinter ihn gefahren. Hab dann ihn auch 3-4 Mal Lichthupe gegeben, bis er rübergefahren ist. Und dann habe ich einfach mal durchgeladen und bin halt vorbei. Wie gesagt, ich kann sowas überhaupt nicht leiden, wenn man einen Motorradfahrer, vor allen Dingen, wenn man sieht, was vor einem fährt, Lichthupe gibt. Ich verstehe solche Leute nicht. Ich meine, mal dahingestellt, dass er auf jeden Fall ein tolles Auto gehabt hat und bestimmt auch schnelles Auto. Aber keine Ahnung, ich gebe einer Rennmaschine keine Lichthupe. Ich meine, da muss ich schon irgendwie bekloppt im Kopf sein oder so. Keine Ahnung, ich will jetzt auch hier niemanden beleidigen oder so, ich verstehe das halt bloß nicht. Auf jeden Fall, wer es jetzt wissen will, ich hatte bei 304, habe dann aber aufgehört, es wäre glaube ich auch nicht mehr viel gegangen, also das,
hätte sich dann bestimmt noch ein bisschen hingezogen, wenn es dann noch schneller sein sollte. Auf jeden Fall war es dann so, dass ich abbrechen musste, weil der Wind zu stark war, da entgegenkam. Aber ich meine, 304, es ist schon eine ganz schöne Messlatte. War auf jeden Fall wieder mal ein richtig geiler Adrenalinkick und hat richtig viel Spaß gemacht. Das war eigentlich so das schönste Highlight, was ich da hatte, weil ich dann halt, wie gesagt, auch mal wieder lachen konnte über so Autofahrer, die manche sowieso mich total nerven. Auf jeden Fall hat er mich dann nochmal überholt, wo Geschwindigkeitsbegrenzung war, und da habe ich dann einfach bloß noch applaudiert, so als Zeichen, ja, du bist ein totaler Kunde. Ist auch egal, auf jeden Fall war es eine schöne Aktion, hat mich auf jeden Fall richtig gefreut, mal so einen Typen zu treffen auf der Autobahn, obwohl das ja öfters mal passiert. Ansonsten habe ich noch eine gute Nachricht für euch, und zwar meine Freundin hat mir erlaubt, was heißt erlaubt, sie hat gesagt, es ist kein Problem, wenn ich weiter Videos hochlade, also ihre Musikvideos, also könnt ihr auf jeden Fall euch drauf freuen, dass da öfters mal ein Video kommt. Werde da unten meine eigene kleine Reihe aufmachen, wo ich halt, wie gesagt, nur die Musik von meiner Freundin spiele. Und das soll es auch eigentlich schon gewesen sein. Wie gesagt, bleibt geschmeidig, locker flockig von der Hüfte. Bis zum nächsten Video, euer Black Imus.